Ich habe mal wieder einen neuen Level in Super Mario Maker gemacht. Er heißt Short, but you need a brain. Also auf Deutsch übersetzt. Kurz, aber man braucht dafür ein Gehirn. Und diesen Titel habe ich gezielt und gut gewählt. Denn Mann, oh Mann, dieser Level, da habe ich jetzt mal ein paar Ideen, die eigentlich meine Abonnenten hatten, zu einem großen Level zusammengefügt. Also ihr merkt, hier mit lauter Rätseln, immer schön aufpassen, welchen Block hier bei dem Bomb anstößt. Dafür sorgen, dass er es anstößt und gleich wird es richtig spannend. Und ich glaube mir, ich habe jetzt hier einen nachkommentierten Perfect Run gemacht, als ich es aufgenommen habe. Und tja, Mann oh Mann, ihr solltet es wirklich ganz genau so machen, wie ich es hier euch zeige. Denn eine kleine Änderung und das kann schon wieder das Fail bedeuten. Ihr merkt hier jetzt den Pilz in die Clownkarre reinlassen, dann den P-Schalter holen, zuerst aber sich klein machen lassen, dann in die Clownkarre wieder reinspringen. Und Mann oh Mann, ich habe da wirklich jetzt mal voll meinen Erfindergeist fließen lassen und all und so richtig fiese Rätsel, wo man sich richtig anstrengen muss, gemacht. Na gut, ich muss zugeben, wie gesagt, ein paar Ideen hattet eigentlich ihr, aber ich habe jetzt ein paar von meinen eigenen Ideen dazu gemacht. Auch hier immer mit den Pilzen, die Mushroom Run Idee, hier auch mit Yoshi, dass wir dann da über die Munchers drüber müssen, ganz genau. Ich habe jetzt hier mal, wie gesagt, so einen richtig schweren, Mann oh Mann, also ohne, wenn man nicht richtig nachdenkt, kann dieser Level hier richtig problematisch werden und auch immer groß bleiben, ihr merkt's, sonst kommt man da gar nicht ran. Hier wieder ein P-Schalter, ihr merkt's auch, die P-Schaltertüren und so, vorher hätte man auch warten müssen und hier muss man, ihr merkt's, hier ist Yoshi nicht erwünscht, ganz genau, ich hab, na gut, den Bereich hätte ich besser machen können, aber naja. Ich weiß, den Bereich hier, den habe ich nicht ganz so gut hingekriegt, wie ich es mir gedacht hatte. Ich wollte halt, dass man den P-Schalter mitnimmt, aber Yoshi nicht. Das ist mir dann leider nicht ganz so gut gelungen. Beim zweiten Checkpoint dann da wieder durchzukommen, war doch ein bisschen problematisch. Naja, aber ich hoffe, euch gefällt der Level. Die ID findet ihr in der Beschreibung. Ich hoffe, das Hochladen geht mittlerweile wieder. Ihr merkt, hier braucht man auch wieder den P-Schalter. Denn heute gab es ein paar Internetschwierigkeiten bei Super Mario Maker, konnte den Level nicht richtig hochladen. Ihr merkt, man kommt in die Bereiche nicht rein, aber mit Hilfe von Koopas und Pilzen muss man da sich irgendwie den Weg durchbahnen, ganz genau. Ich denke, da habe ich mal einen richtig schönen... Ich wollte halt mal so ein Rätsel-Level machen, weil ich immer häufiger welche gesehen habe, so Online-Level, die so auf Rätsel aufbauen. Und da habe ich mal gedacht, hey, warum mache ich nicht auch mal so einen? Hier nebenbei bemerkt auch, dass das Trampolin mitnehmen. Das ist auch ganz schön schwer. Wie gesagt, am besten nicht von dem Pfad, den ich hier genommen habe, abweichen. Denn ein kleiner Abweicher und schon kann es schlimm werden. Und ihr merkt es, nicht immer ist groß sein erwünscht. Hier das Trampolin mitnehmen, sonst kommt man da oben nicht durch. Und diese Clownkarre hier, ihr merkt, die Blöcke da oben, die so wirken, als könnte man sich da mit der Feuerclownkarre durchschießen, die sollen zur Verwirrung dienen. Übrigens, falls ihr es nicht geschafft habt oder Yoshi euch hier entkommt, dann, dann könnt ihr da rechts natürlich wieder den ganzen Bereich nochmal machen. Also, ihr wisst schon, damit das besser geht. Genau. Die Piranha-Pflanze, tja, eigentlich war die gedacht, dass man der Yoshi verliert, aber ja, das hat nicht ganz so funktioniert. Aber ich habe es jetzt mal so stehen lassen, weil ich keine Lust hatte, den Level nochmal umzuprogrammieren. Man muss sagen, ich habe ihn jetzt eigentlich hier beim Perfect Run beim zweiten Mal geschafft. Also ich habe wirklich nur einen Hudler-Fehler gemacht, durch den ich es nicht geschafft habe. Hier nebenbei auch den P-Schalter hier oben mitnehmen. Ganz genau. Na, ihr merkt, ich habe jetzt mal richtig alle Level. Und wie gesagt, immer aufpassen, zum Beispiel auch die Tür da oben. Ich habe hier richtig fiese Fallen eingebaut. Auch die kleinen Blöcke am Anfang. Auch nicht alle Blöcke aufmachen. Und da unten auch diese Clownkarre, die nach oben schießt. Ja, so kann man Clownkarren auch mal machen, dass sie nach oben schießen und nicht wie die Feuerclownkarren nach einfach nur so. Ja, auch die Kreissägen unten als Räder, das ist so ein Panzer wie in Super Mario Bros. 3, dem Original darstellen. Tja, ihr merkt's, und das war der Perfect Run von meinem Level. Ihr merkt's, mal sehen, ob ihr ihn hinkriegt. Also, ihr wisst ja jetzt, wie er geht. Also für mich persönlich war er nicht schwer. Man muss halt nur wissen, wie es geht. Die ID findet ihr in der Beschreibung. Also, gut Glück, dass ihr ihn auch so gut schafft. Aber wie gesagt, ihr solltet euch das Video nochmal zurückspulen und vielleicht mal meinen Kommentar ausmachen, damit ihr mal richtig euch anschaut, wie es richtig geht. Denn ich kenne das, wenn man manchmal nur so anschaut und nicht richtig aufpasst.